Ja, dann wollen wir beginnen. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Vorstellung unseres neuen Kreisläufers Danko. So neu bist du ja gar nicht. Neuen alten Kreisläufers Danko Sablic. Ich begrüße den Cheftrainer Robert Andersson, den Geschäftsführer des HC Erlangen Redi Selke und natürlich auch dich. Und wir freuen uns alle sehr, dass du wieder bei uns in Erlangen bist. Das erste Wort soll René bekommen. René, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie warst du in der letzten Woche, wie viel du da so telefoniert hast und wie der Transfer dann zustande kam. Ja, also ich denke, so häufig hatte ich das Telefon noch nie am Ohr, wie in der vergangenen Woche beziehungsweise den vergangenen 8, 9 Tagen, als mich die Nachricht vorletzten Sonntag erreicht hat, wo schon sich angedeutet hat, dass wir eventuell eine schwere Verletzung beim Urosch befürchten müssen, was sich ja dann am Montag auch leider bestätigt hat. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal alles Gute für Urosch. Die OP hat er gut überstanden und wir wünschen ihm natürlich alles Gute und eine schnelle Genesung. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier so schnell schon einen adäquaten und richtig guten Ersatz für ihn gefunden haben. Der Stanko war in der ersten Erstligasaison vor 2 Jahren bereits bei uns und hat da einen sehr bleibenden und sehr positiven Eindruck auch hinterlassen. In der Phase, wo er immer besser ins Spiel kam, haben wir gemerkt, was für eine Unterstützung er in der Abwehr ist. Und nachdem er sich da leider dann verletzt hat, haben sich die Wege getrennt. Und er hat im letzten Jahr jetzt bei Zagreb gespielt, einem internationalen Spitzenverein, hat dort auf sehr hohem Niveau trainiert und gespielt. Und ja, ich bin mir sehr sicher, er wird uns weiterhelfen, also nicht nur weiterhelfen, sondern auch deutlich verstärken. Wir hatten viele andere Optionen, das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal erwähnen. Nachdem die Verletzung bekannt gegeben wurde, haben sich unzählige Spielervermittler und Trainer und so weiter bei mir gemeldet, die gesagt haben, wir haben auch sehr namhafte Alternativen für uns. Aber mir ging es nicht darum, eine schnelle Alternative, sondern die richtige Lösung zu finden. Und deswegen, ich habe mich auch lange mit dem Stanko mehrmals unterhalten und für mich war klar, ich brauche einen Spieler oder wir brauchen einen Spieler, der sowohl sportlich, wie aber auch menschlich und von sämtlichen Parametern in unser Team passt. Und all diese Parameter erfüllt Stanko. Er ist in der Abwehr eine Bank. Er ist mit seiner Größe und seiner Statur schon eine Erscheinung, die uns da definitiv weiterhelfen wird. Und auch vorne, denke ich mal, wird er mit Jonas eine tolle Ergänzung darstellen. Aber auch menschlich, hat vor 2 Jahren schon in der Mannschaft gezeigt, dass er absolut reinpasst. Er spricht hervorragend Deutsch, er ist sofort integrierbar, was für mich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, weil wir brauchen jetzt niemanden, der in, weiß ich nicht, 6, 7 Wochen erst anfängt, sich in die Mannschaft zu integrieren, vielleicht dann erst die Sprache lernt. Und ja, was für mich den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, war, dass Danko einfach Bock hat, hier Handball zu spielen. Er hat einfach gesagt, er will seine Chance, er möchte sie nutzen und er will sich für diesen Verein zerreißen. Und das sind, glaube ich, die Attribute, die wir hier brauchen. Und deswegen bin ich mir sehr sicher und auch sehr glücklich, dass wir jetzt diese Lösung gefunden haben, die uns in den nächsten Monaten beziehungsweise bis zum Rest der Saison auch die Unterstützung geben wird, die wir brauchen, um die Klasse zu halten. Danke. Vielen Dank, René. Robert, was sagst du zu deinem neuen Kreisläufer? Ja, ich bin auch zufrieden. René hat ja alles gesagt schon, aber ich bin froh, dass es so schnell geklappt hat, dass wir einen neuen Kreisläufer finden können. Auch super, dass Stanko schon mal hier war, kennt Erlangen, kennt den Verein, HC, kennt Spieler, positiv mit Sprache, Deutsch. Das Intrigieren geht sehr schnell, ist super. Auch, dass wir diese unterschiedliche Kreisläufer finden konnte, gingen über Tümmler. Und das war auch mit Urus so. Und jetzt haben wir 2 verschiedene. Das ist auch eine super Sache. So, wir sind sehr zufrieden mit dieser Lösung und wir freuen uns, dass wir langsam anfangen, trainieren zu können. Danke, Robert. Stanko, René hat es angesprochen, du bist heiß darauf, hier wieder in Deutschland und auch in Erlangen zu spielen. Was geht denn gerade so in dir vor? Freust du dich sehr, dass du wieder hier bist? Ja, wenn René hat mich angerufen, ich habe ihm sofort gesagt, ja, ich will kommen, ich habe Bock auf Erlangen. Freue mich wirklich, dass ich bin wieder da, dass ich ja, wieder mit Robert arbeite, mit dem ganzen Team, mit mein Lieblingsathletiktrainer Andi Wittke. Das freue mich wirklich. Und freue mich wirklich für meine neue Aufgabe.
Und ich denke, dass ich kann mich richtig gut präsentieren diese Saison. Vielen Dank, Stanko. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Gib gleich ein Handmikro und dann darfst du loslegen, Philipp. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Stanko, warum geht man aus der Champions League in den Abstiegskampf in der Bundesliga? Ja, weil das ist ja. Für mich war so, dass ich will in Deutschland wieder spielen. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich wirklich so. In Deutschland ist ein Gefühl, dass du bist Sportler. Das finde ich super. Gefühlt mir das, dass immer, egal in welche Halle kommst du, immer ist voll. Und ja, das ist die stärkste Liga der Welt. Und Zagreb hat ja auch Wori verpflichtet. Und dann habe ich auch gesehen, dass vielleicht spiele ich nicht so viel. Und dann finde ich, das ist die beste Option für mich. Weitere Fragen? Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Stanko, du hast bestimmt nicht nur gute Erinnerungen an Erlangen, sondern auch die schwere Verletzung. Versuchst du jetzt ganz bewusst sozusagen diese schlechten Erinnerungen wieder auszulöschen? Ja, auf jeden Fall. Ich ja, hoffe, dass ich jetzt fühle mich wohl und ja, dass ich kann Handball spielen, nicht nur schauen. Diese Saison. Das wäre perfekt. Philipp Rosa. René, Frage an dich. Es klang bei dir raus, der Vertrag läuft erstmal bis zum Saisonende. Und zweiter Teil der Frage, ist es richtig, dass ihr Stanko in Zagreb aus dem Vertrag rauskaufen musstet? Also den ersten Teil deiner Frage kann ich ganz einfach mit Ja beantworten. Er hat einen Vertrag bis zum Sommer 2017. Die zweite Frage ist natürlich, wie gesagt, ich hatte es eingangs schon kurz erläutert, sehr, sehr viele Gespräche in den letzten Tagen gehabt, unter anderem natürlich auch mit verschiedenen Vereinen, um Freigaben zu erwirken, um Ablösesummen zu verhandeln. Bei Zagreb war die Geschichte die, dass der Verein halt drei Kreisläufer unter Vertrag hatte und ja, auch bereit war, einen davon abzugeben, weil Stanko hat es eben gerade schon erwähnt, natürlich die Einsatzzeiten bei ihm wahrscheinlich geringer geworden wären. Wir haben großen Bedarf, bei uns wird er spielen und wird uns da groß weiterhelfen können. Deswegen hat man da zum Glück dann nach mehreren Gesprächen eine schnelle Lösung finden können. Christoph Benisch. Bitte? Eine schnelle Lösung. Genau. Wie gesagt, vorgestern war er noch in Kroatien, jetzt ist er schon hier. Also kostengünstige ist immer relativ. Aber ich meine, natürlich sind auch die wirtschaftlichen Parameter wichtig. Ich meine, wir können nicht einfach jemanden aus einem teuren, langfristigen Vertrag rauskaufen und dann dieselben Konditionen bezahlen, wenn wir es einfach nicht können. Also wir geben kein Geld aus, was wir nicht haben. Ich denke, das hat Erlangen in der Vergangenheit immer ausgezeichnet, dass wir vernünftig gewirtschaftet haben. Und von diesem Weg werden wir nicht abweichen. Ja. René, du hast von einer Liste erzählt, wo potenzielle Spieler stehen. War Stanko da ganz oben gestanden? Ist es der Wunschkandidat oder gab es auch andere, mit denen ihr intensiver verhandelt habt? Also es gab natürlich auch andere, gar keine Frage. Wir hatten auch sehr namhafte Spieler auf dieser Liste. Aber wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass der Spieler auf dem Papier gut ausschaut, sondern es müssen alle Parameter passen. Und am Ende war es dann wirklich so, dass ich mich sehr um die Personalie Stanko bemüht habe, weil am Ende war es wirklich die Option, die für uns einfach am besten gepasst hat. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt hier sitzen. Eine Frage noch an Robert. Robert, du hast gesagt, Jonas und Stanko ergänzen sich gut. Sie sind zwei unterschiedliche Typen. Kannst du uns ein bisschen erklären, welcher Typ Jonas ist, welcher Typ Stanko ist? Ja, vor allem körperliche Unterschiede. Das brauchen wir. Jonas ist mehr da. Schnelle, bewegliche, laufen in die Lücken und so weiter. Stanko ist groß, könnte Sperre stellen, hohe Anspiele, auch eine riesen Innenblock. So das ist meist die körperliche Unterschiede.
Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich fürs Kommen. Und wir werden heute Abend um 20 Uhr ja dann in Göppingen spielen und vielmehr in Heidenheim spielen. Und Stanko wird da auch schon auf dem Platz stehen. Vielen Dank.